Hallo Leute, heute für euch 10 absolut verrückte Arten von Spinnen. In der Welt der Spinnen gibt es die ausgetüftelsten Methoden, mit denen die haarigen Jäger ihre Opfer fangen. Danach lösen sie ihre Beute auf, um sie genüsslich wie eine Auster zu schlürfen. Was für ein Glück, dass diese Biester nicht groß genug sind, um Menschen zu fressen. Nummer 10, die Falltürspinne. Die Falltürspinne, und ja, die heißt wirklich so, aus der Familie der Vogelspinnen, buddelt tiefe Röhren, die sie mit einem Deckel aus Spinnenseide, Erde und Steinchen unauffällig verschließt. Jetzt heißt es für die Spinne, Gutding will Weile haben oder so, bis ein ahnungsloses Insekt vorbeikommt. Über die feinen Spinnenfäden nimmt die Falltürspinne selbst die feinsten Erschütterungen wahr. Sobald ihre Beute in Reichweite ist, schießt sie wie eine Rakete aus ihrem Loch, stürzt sich auf das Insekt, nimmt es in die Mangel und zieht es unter die Erde. Frei nach dem Motto, I put you in the Kellerloch, do the Deckel drauf and you never see the Tageslicht again. Und der Platz Nummer 9, die Ameisenspringspinne. Sieht man auf diesem Bild eine Ameise oder eine Spinne? Schwer zu sagen, oder? Aber tatsächlich handelt es sich hier um den sprichwörtlichen Wolf im Schafspelz. Oder vielmehr um eine Spinne im Ameisenpelz. Die Ameisenspringspinne, wie auch viele andere Spinnen, wendet hier die sogenannte Mimikrie an. Der Räuber tarnt sich als seine Beute, um ihr möglichst nahe zu kommen und dann im richtigen Moment eiskalt zuzuschlagen. Gleichzeitig ist dieser Trick auch noch ein perfekter Schutz vor anderen Jägern. Die Spinne versteckt sich einfach in der gigantischen Masse der Ameisen und bleibt so fast immer unentdeckt. Und die 8, die Kescherspinne. Die Kescherspinne hat eine sehr spezielle Jagdtechnik. Um vorbeifliegende Insekten zu fangen, baumelt sie kopfüber an einem Ast und hält dabei zwischen ihren dünnen Vorderbeinen ein kleines Fangnetz. Natürlich ist es aber kein gewöhnliches Fangnetz. Es ist nicht klebrig, sondern hat eine eher klettbandartige Struktur. Für ihre Opfer gibt es kein Entkommen. Und die Nummer 7, die Speispinne. Du kennst sie aus Zeichentrickserien und Videospielen. Eklige, haarige, große Spinnen, die klebrige Netze spucken. In der Realität ist dazu aber tatsächlich nur eine einzige Spinnenart fähig, die Speispinne oder auch Leimschleuderspinne. Ihre Spinnenfäden sind nicht nur klebrig, sondern auch giftig und nageln die Beute regelrecht am Boden fest. Die Spinne spuckt in weniger als einer 700stel Sekunde bis zu 20 Mal zickzackförmig auf ihr Opfer, bis es bombenfest am Boden klebt und sie es fressen kann. Allzu weit darf ihr Essen aber nicht entfernt sein, denn sie kann nur bis zu 2 cm weit spucken. Platz 6. Pteridion nigro annulatum. Die meisten Spinnen sind nicht nur Einzelgänger, nein, sie können sich sogar gegenseitig auf den Tod nicht ausstehen. Kreuzen sich die Wege zweier Krabbler, kommt es nicht selten zu einem erbitterten Kampf um Leben und Tod. Eine Handvoll Spinnen beweist allerdings, dass sie auch miteinander können, ohne sich gegenseitig abzumurksen. Die Rede ist natürlich von der Pteridion nigroannulatum aus Ecuador. Wer kennt sie nicht? Die achtbeinigen Minijäger formen Kolonien mit mehreren tausend Mitgliedern. Sie hängen sich zusammen unter große Blätter und lassen Spinnenfäden nach unten bis auf den Boden baumeln. Stolpert ein Insekt in die Falle aus nahezu unsichtbaren Stolperdrähten, lassen sich sofort hunderte von Spinnen gleichzeitig herunter. Sie verpacken ihr Opfer gemeinsam in Spinnenseide und ziehen es hinauf, um den Snack in der Kolonie miteinander zu teilen. Oh, wie niedlich. Und die Nummer 5, Bakera kiplingi. Spinnen vernaschen ja bekanntlich leidenschaftlich gerne das ein oder andere Insekt. Einzigartig in der Spinnenwelt ist daher die Art Bakera kiplingi. Sie ernährt sich ausschließlich von den Knospen der Akazie. Ihre Ernährung ist also rein vegan, was es nicht alles gibt. Kommen wir zu Platz 4, die Bolaspinne. Die Bolaspinne webt kein Netz, sondern bastelt aus ihren Spinnenfäden eine klebrige Angelschnur. Wie ein echter Angler wirft sie diese Schnur aus und wartet, bis eine ahnungslose Motte vorbeikommt. Sie benutzt dabei sogar einen Köder. Allerdings verwendet sie keine Regenwürmer, sondern Duftstoffe weiblicher Motten, die besonders anziehend auf männliche Motten wirken. Sobald sich das Opfer nähert, tritt die Bolaspinne in Aktion. Sie schleudert der Beute die Schnur mit beachtlicher Genauigkeit entgegen und fängt das Opfer so direkt aus der Luft. I'm a sniper, I'm a sniper. No, you're not. Und die Nummer 3, die Wasserspinne. Die Wasserspinne ist die einzige Spinne, die unter Wasser lebt. Wie schafft sie es, nicht zu ersticken? Im Grunde macht sie es ganz ähnlich wie Gerätetaucher. Sie hat immer einen Vorrat an Luft dabei, nur dass sie keine Metallflasche am Körper trägt oder mit Flossen umherpaddelt. Wenn sie Luft braucht, streckt sie ihren Hinterleib aus dem Wasser und zieht ihn blitzschnell wieder nach unten. Dabei verfangen sich kleinste Luftbläschen in den Härchen an ihrem Hinterleib und halten sie fest. Die bringt sie dann zu ihrer selbstgesponnenen Taucherglocke und bildet dort einen Luftvorrat. Aber keine Angst, sie hält sich nur selten an der Wasseroberfläche auf. Und der Platz Nummer 2, Evarcha cullicivora. Diese Springspinne ist eine waschechte Vampirspinne.
In ihrer Heimat Kenia lauert sie vor allem Moskitos auf, die sich gerade einen Schluck menschliches Blut gegönnt haben. Der pelzige Sauger bohrt die Moskitos an und macht sich über das Blut her. Ihre kleinen hakenförmigen Fangzähne sind dabei übrigens nicht stark genug, um sich unter die Haut von Säugetieren oder Menschen zu bohren. Puh, Glück gehabt. Und kommen wir zu Platz 1, der brasilianischen Wanderspinne. Neben starken Schmerzen kann das Gift der Spinne bei Menschen auch eine schmerzhafte Erektion verursachen, die über viele Stunden anhalten kann. Im Guinness-Buch der Rekorde aus dem Jahr 2007 wird sie deswegen auch als die giftigste Spinne der Welt gelistet. Impotenz ist dabei keine unwahrscheinliche Folge. Zur Behandlung wird das Gegengift übrigens mit einer Spritze direkt in den Penis injiziert. Aua! Diese Prozedur muss sogar noch mehrmals wiederholt werden. Ja Leute, hier geht's jetzt noch zum nächsten Video, die 18 seltsamsten Phobien. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen da und wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao!